zusammen. Ich halte dich im Arm, Sonnenuntergang. Und wir gehen heute Nacht rein. Hallo und willkommen zurück. Willkommen zurück. Zu Abenteuer. Auf. Dem. Reiterhof. Yeah. Fünf hast du vergessen. Oh, fünf. Entschuldigung. Abenteuer auf dem Reiterhof. Yeah, ist aber auch. Game of the Year Edition. Total. Warum kannst du eigentlich nicht. Also kannst du dich nicht zurück teleportieren? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Wow, Alter, wo bist du hin, Lan? Krass. Vielleicht hat es noch irgendwann mal so Topsikrat. Weißt du, was ich glaube? Guck mal, das Wasser schaut ja einmal recht schön aus. Ja. So einige. Ja, aber schöner als der Boden. Ja, naja, nicht wahr? Also. Ja, und? Ja, dass der Azubi, der was machen konnte, der durfte der nur. Wasser gemacht. Ja, der durfte nur das Wasser machen. Und der andere Müll, den sie produziert haben, haben gesagt: Ja, das machen wir Profis. Aber dann konnte nur der Azubi was. Das machen wir Profis, aber total billig. Ja. Und der Azubi hat das schöne Wasser gemacht und dem verdanken wir jetzt das ganze schöne Wasser in den Abenteuer auf dem Reiterhof. Oh, ich freue mich voll. Nee, du reizt total den Schwachsinn. Ja, ich bin verwirrt. Du musst doch von links. Klar, ja, weiß links. Ich jetzt auch. Lang! Miau, 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 miau. Geradeaus! Doch das Tor. Schön shakest du dein Gesicht. Es langt. Shake, shake, shake. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Heißt das nicht von Taylor Swift, dieser Spaß, die da? Wer ist Taylor Swift? Die Blonde. Ich weiß, aber nein, ich kenne keine Lieder von Taylor Swift. Dieses Hey, das ist also, check it off. Ja, hey, ja, natürlich. Ah, ja. Okay, alles klar. Wir sollten aufhören zu singen. Das war letztens bei Friday schon ganz schrecklich. It's Friday. Nein. Friday. Nein, jetzt ist Ende. It's Ende. Wir sind fertig. Ich freue mich schon sehr auf diese kleine Weihnacht. Ach, ich bin so froh, dass ich noch bei euch bin. Du hättest ja, jetzt war mir so froh. Ja, und jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Wo muss ich denn hin? Ja, ich weiß nicht. Ja, mach mal was. Ja, mach mal was. Ich, aber ich sitze so unbequem. Vielleicht zu Patrick. Ich freue mich schon. Ich bin kleine so froh. Feier. War ich doch gerade. Entschuldigung. Müssen wir vielleicht noch was, irgendwas für ein Geschenk für Harry oder wird Harry vergessen? Nee, Likörhammer. Wo feiert man denn dann? Bei Spike. Oh nein, ins Zimmer müssen wir, ins Zimmer. Sie hat gesagt, da muss sie nochmal zurück ins Zimmer. Nein, links. Raus. 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 Wo ist denn das Zimmer? Lauf jetzt gerade auf. Da bin ich gespannt, wie wir jetzt da hinkommen. Ich weiß. Ah, ich weiß, wo es ist. Ja, los, in die Gasse hinten. In die Gasse? Ist eigentlich ganz komisch, diese Akademie, gell? Da ist der Gemeinschaftsraum, dazwischen sind dann die Läden, was ja eigentlich Mehrfamilienhäuser sind. Ja. Oder Einfamilienhäuser. Und dann ist in der Gasse da hinten irgendwo. Und vor allem wissen wir ja aus den letzten Episoden, dass da hinten... Links, links, links. Das hier, wo die Maus ist... Ja, links, ist, links, links. Ja, chill dich mal, nein, Alter. Nein, Mann. Da ist auf jeden Fall Estebans Büro. Ich muss nur noch dieses hier aufmachen. Oh, ein herrliches Schmuckstück mit eingraviertem Herzen. Ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen, mal abgesehen von Spikes Autogramm. Das ist genau die Art Schmuck, die man mir in Italien geschenkt hat. Willst du damit sagen, dass das Geschenk doch nicht von einem der Franzosen kam? Das war einer von uns? Ein Junge natürlich. Was haben wir wieder angestellt? Das ist doch so klar, dass Miguel das ist. Ja, natürlich, aber... Ah, das ist so schrecklich. Köffelt einen, los, köffelt einen, ja, go, go, ja. Zweimal hintereinander. Was, zweimal hintereinander? Wir müssen das packen oder What? Wir lassen schleifen. Achso, du kannst doch schleifen lassen. Oh, guck mal, schon mal ein Tag vorbei und schon fallen. Ach, wach, keine Ahnung, mach dann Spaziri, das können wir dann rausgeben. Mach doch kein Spaziri. Das skippen wir einfach. Das skippen wir einfach. Gut, dann skippen. Skip, 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 Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Das ist mein Traum. Ja, skip, 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 Gemeinschaftsraum. Hör auf damit, wir machen Quirlfall rein. Zwick. Zwick. So, okay, los. Oh mein Gott. Oh mein, wer war das jetzt? War das jetzt sie oder er? Ja, da ich mich ja so scheiße anhöre. Wer singt denn da so eunuchenhaft? Achtung. Der heutige Kürfelt ein Parcours ist derselbe, den wir auch die letzten 40 Male ja, schon geritten sind.
Ein bisschen Veränderung wäre gut, aber nein. So etwas gibt es in Deutschland bekanntlich nicht. Nein, was denn? Was, wir reiten jedes Mal, jede Woche den gleichen Parcours und dann? Ja, und auf dem Turnier ist es dann wieder ein komplett anderer. Ganz anderer. Was so komplett die Woche umsonst total gibt. Behindert eigentlich. Das ist wie wenn man Mathe-Schulaufgabe hat oder so. Man übt die ganze zwei Zeit. Wochen und macht in der Schule, das was man zu Hause übt, zähle ich jetzt nicht mal mit zu. Man macht in der Schule irgendwelche Übungen. Jo. Ja. Mit dem Lehrer, weil wir gehen jetzt mal davon aus, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Einmal, du machst zu Hause Aufgaben und weißt nicht, ob sie stimmen. Ja. Oder du machst die in der Schule mit dem Lehrer zusammen, wo du weißt, ob sie stimmen. Ja, aber und dann macht man die in der Schule und man weiß, dass sie stimmen und man hat sie richtig und man übt die und denkt sich, oh, ich komme immer auf selbe Ergebnis, voll gut. Wird schon passen. Ja, in der Schule. Und dann kommt irgendein anderer Scheiß dran. Irgendein anderer Scheiß. Den man nie gemacht hat. Geradeaus, ne? Das ist einfach, gerade in so einem Fach wie Mathe kann man sowas, finde ich, einfach nicht machen. In so einem Fass. In so einem Fass. Ja, wenn man vorher sich vielleicht ein Fass reinzieht, dann geht das vielleicht besser. Ja. Fassbier. Was meinst du, wer vorher ein Schlückchen Alkohol getrunken hatte, vor der Abschlussprüfung bei uns in der Klasse damals? Wie war das? Einige. Wie war das? Ja, und wie gefällt's denn hier im Krankenhaus? Oh, das ist schlimm und die sind ständig immer alle besoffen. Was? Das ist ja schrecklich. Ja, und die Patienten sind nicht besser. Was hast du das? Ich glaube Otto Walkes. Hm. Ich bin nicht sicher, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Lustig. Ich spritze immer noch Nase. Ah, das wollte ich sagen. Mir spritzt immer noch Nase aus der Milch. Ja, genau. Milch aus der Nase. Ja, der geht nämlich andersrum, der Spruch. Schön, dass wir das zusammen nochmal. Vorsicht. Warum bremst du dann nicht? Naja, dass es ein kleinerer Kreis ist. Ein kleinerer Kreis. Gott. Warum springst du nicht einfach ordentlich? Das wäre mal die Frage, die ich an dich stellen würde. In so einer Situation. Schmerz. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das gibt's im März. Und heute springen wir. Boah! Ja, ich kann doch was. Aber guck, kein Speedy gekriegt. Ja, mein Gott, weil du speedst halt rum. Ja, das wird jetzt auch nur so eine gaye Achterbewertung oder so. Ja, wegen dir. Nee, nicht wie... Guck mal! Was war denn das guck jetzt? Guck mal, was war das? Ja, weil du nicht Alter, gesprungen bist. Schnell, das war schnell, das. Schnell! Wir was haben heißt keine schnell, Zeit. Schnell, schnell? Wir haben noch 10 Sekunden. Alter, so da, schlecht. Da hast du es versaut. Oh, 7er bewährt. Oh, wir okay, einmal haben wir noch. Einmal komm, haben das wir verschaffen noch. Wir eh nie, aber... Das verschaffen wir nämlich eh nicht. Das verschaffen wir eh nicht. Wir verschaffen das nicht. Los, beginn. Ja, ist auch gut. Chill mal dein Leben. No, ich will jetzt... No. Du springst jetzt. Ich spring jetzt nicht. Das ist wieder total umgreifend und neu gewinnt. Du bist jetzt die ganze Zeit gesprungen und hast es voll drin. Und jetzt muss ich springen. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht. Das erst recht. Ah, ja, echt, wenn wir einen schleifen lassen, ist wurscht. Wenn wir einen schleifen lassen. Wir können nicht immer irgendwelche Schleifen wo liegen lassen. Gemeinschaftsraum geht ja schon. Ich fände es übrigens besser, wenn man solche Pferde, solche Schleifen kriegen würde. Die kann man sich dann aufhängen. Ja, so ins Zimmer, ne? Ja, das wäre voll geil. Guck mal, wie schön ich hier rumreite. Das ist super. Was war denn das? Ich hab gedrückt. Alter, das war ja richtig schlecht. Ja, hab ich doch gesagt. Ach komm jetzt, ein bisschen. Das war zu erwarten. Das war richtig normaler Sprung. Also das war jetzt richtig mal so zum Können und du machst es voll. Ja, sicher mache ich es voll so, weil ich es die ganze Zeit nicht gemacht habe. Ja, wenn ich jetzt nicht, voller Speed erwartest. Gemacht hätte, hätte ich es ja verstanden. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hättest. Doch. Nee. Oh. Hast du gesehen, wie das geblinkt hat? Das war so brrr. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Ja, du wolltest ja, dass ich springe und dann regst du dich auf, dass es eine Hinhaut. Ja, wir lassen es einfach schleifen. Ja, ich lass dich gleich schleifen. Schön die Kanten so ein bisschen abschleifen lassen, ne? Mit dem Bandschleifgerät. Gleich mal das Becken rannehmen. Gleich, was? Weil... Wow! Ja, gut gemacht. How had this happened? jetzt wollte ich gerade irgendwas erzählen wegen Bandschleife, aber jetzt ist mir der Spruch nicht mehr eingefallen. Es war irgendwas von den Simpsons. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas mit Flanders, aber ich... Flanders. Irgendwas mit Flanders, Bandschleife und die Hässlichkeit aus der Gesicht fräsen oder sowas. Oh. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten gerade ein anderes Thema. Was hatten wir denn gerade? Schleifen fürs Pferd. So. Ich bin generell der Meinung, man kriegt ja beim Pferdesport Schleifen wie jeden Scheißdreck, oder? Halt, wenn du mal was gewinnst. Ja, nur wenn man was gewinnt oder auch so kriegt der fünfte Platz da auch noch 1 was? 1 bis 6. Ja, guck mal. Gibt's so, verschiedene in welcher Sportart kriegt denn Platz 1 bis 6 bitte was? Ja, aber da machen bestimmt auch keine 50 mit oder so manchmal.
Wer weiß. Ach, was Hä, aber wenn ich jetzt ein Fußballturnier habe, ja, dann kriegt der erste Platz eine Goldmedaille, der zweite Platz eine Silbermedaille, der dritte Platz eine Bronzemedaille und der Rest nix. Da ja, aber die das auch Medaillen. Ja, doch, die, glaube ich, kriegen auf jeden Fall so Urkunden. So, ja, hier, belegt ihr den 18. Platz. Ja, siehst du. Das kriegst du nicht beim Reiten. Oh, what the fuck. Also, soweit ich weiß. Das hat gerade voll gelaggt und deswegen... Oh Gott, also irgendwie... Und dann möchte sich beschweren bei mir, dass ich scheiße springe. Ja, ich habe nie gesagt, dass du scheiße springst. Also irgendwo ist nein, Schluss. Es ist nein, hier Schluss an dem nein, Punkt, wo du die ganze Zeit springst und dann sagst... Ja, ich bin jetzt von 30 Mal gesprungen. Jetzt mach du mal einen, aber ich erwarte, dass es besser wird als von mir. Das ist einfach ziemlich unrealistisch. Was ich sagen wollte ist, dass man im Pferdesport so auf diesen Erfolg geil sind, die Leute, dass man ihr für jeden Scheiß den irgendwas, irgendwelche hinterher springt. Ja, was dachtest du denn, was passiert? Das ist ja wohl unglaublich. Aua. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn du... ich mach das die ganze Zeit nicht und dann erwartest du, dass es so gut läuft. Wutanfall! Machen wir lieber einen Spazierritt noch zum Ausklingen des Tages. Ja, skip. Skip. Skip, 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 skip. Was machen wir jetzt noch? Gemeinschaftsraum. Hören wir uns noch interessante Geschichten an. Kannst du mal aufhören jetzt Warum mit dem verkackst Scheiß? Du auch? Es war doch ganz klar, dass ich verkacke, wenn ich es nie mache. Lauf, was hast denn du für komische Vorstellungen ja, abseits hallo, von jeglicher Realität? Ach. Das kann ja wohl unmöglich sein Ernst sein. Erzähl mir von der Hörerin. Es war ein Abend wie viele andere, kurz vor Sendeschluss. Ich beschloss, noch einen letzten Anruf entgegenzunehmen. Und als ich abhob, hörte ich eine sehr helle Stimme. Es war ein Mädchen von 14 Jahren, das schon den ganzen Abend versucht hatte, mich zu erreichen. Ihr Vater besaß ein Pferd, das sie über alles liebte. Doch aus Geldsorgen war er gezwungen, es zu verkaufen. Die Arme war sicherlich völlig verzweifelt. Die Stunden, die ich mit dem Reiten verbracht hatte, lagen schon in weiter Ferne. Aber als ich dieses in Tränen aufgelöste Mädchen hörte, machte es bei mir irgendwie Klick. Ich liebte Musik, aber mein wahrer Platz war bei den Pferden. Das hatte mir das Mädchen durch seinen Anruf verständlich gemacht. Ich war bereit, alles zu tun, nur damit sie dieses Pferd behalten konnte. Ich versprach ihr, mich dafür einzusetzen, dass das Pferd nicht verkauft würde. In der Pause rief ich den Sänger von Skyrock an und erzählte ihm von der Not des Mädchens. Er war sofort bereit, das Pferd zu kaufen und es ihr zu schenken. WTF, wie kauft keiner ein Pferd und schenkt es? Ich dankte ihm für seine Großzügigkeit und ging wieder auf Sendung. Nicht. Ich ja, war ne? überglücklich, dem Mädchen mitteilen zu können, dass es das Pferd behalten könne. Mein Produzent steckte mir die eine Notiz zu. Die stellen das alles immer so tragisch dar, aber ist es gar nicht so dass schlimm, die Sendung dass eine bisher angeblich. Unerreichte Einschaltquote erzielt okay, wenn habe. Der tierisch es ging um wie ein Lauffeuer. Die Leute riefen ihre Nachbarn an, um sie ans Radio zu holen. Und eine Flut von Solidaritätsadressen ging beim Sender ein. Es war meine allerbeste Sendung. Und auch meine letzte. Du hast mit dem Radio aufgehört? Der Anruf dieses kleinen Mädchens hatte mich meine wahre Leidenschaft entdecken lassen. Ich nahm den Unterricht beim Sänger von Skyrock wieder auf und hielt sehr schnell Einzug in die Welt des Reitsports. Hä, ist nicht Skyrock die Band von... Eines Tages ist Victoria gekommen und hat mir aufgrund meiner Ergebnisse und meines Rufs angeboten, auf die Akademie zu kommen. Hast du dem Radio nie nachgetrauert? Manchmal habe ich daran zurückgedacht, klar. Aber nachdem ich dem Mädchen geholfen hatte, sein Pferd zu behalten, war ich überzeugt, meine Aufgabe beim Radio erfüllt zu haben. Mein weiteres Leben sollte sich auf dem Parcours abspielen. Dann kommt Victoria aus dem Nichts und fragt ihn. Und fragt ihn so, hey, Samuel, ich habe dich in der Radiosendung gehört, die über die ganze Welt ausgestrahlt wurde. Und du musst einfach in meine Reiterakademie in der Toskana kommen. Du bist sehr großherzig, Samuel. Ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben. Dann müssten sie Wenn alles es dir gelingt, Italiener dich zu beherrschen, sein, eigentlich. Bist du auch nicht übel. Sind sie auch. Meine Geschichte okay. endet hier, weißt du? Du solltest mit den anderen reden. Carol? Jo, Carol. Die danzt da schon so rum, als würde sie unbedingt gerade was erzählen wollen. Also, wer ist Nicolas? Nicolas war ein Kavallerist aus der Militärschule. Er hat mir das Reiten beigebracht, während die anderen schliefen. Und er hat dabei mein Herz erobert. Er war dein Freund? Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir teilten unsere Leidenschaft für Pferde und das stärkte unsere Beziehung, die immer mehr an Bedeutung für mich gewann. Das ging so weit, dass ich mein eigentliches Ziel aus den Augen verlor. Ich wollte immer bei ihm sein und bat meine Eltern, der Reitakademie beitreten zu dürfen. Meine Mutter war sofort einverstanden. Sie begriff, dass meine Beziehung zu Nicolas, von der ich ihr in meinen Briefen berichtet hatte, der Grund dafür war. Eine Mutter spürt so etwas. Sobald ich der Reitschule beigetreten war, wähnte ich mich am Ziel meiner Träume. Ich arbeitete hart und erzielte Ergebnisse, die weit über dem Durchschnitt lagen.
Die Welt der Pferde und Nicolas bestimmten mein Leben und ich kehrte nur noch selten nach Hause zurück. Meine Eltern waren traurig, dass sie mich kaum noch sahen, vor allem mein Vater, den ich fast gar nicht mehr zu Gesicht bekam. Das war die Zeit, als Patrick kam, um meine Leistungen zu beurteilen. Er schlug mir vor, der Accademia Fitzgeraldo beizutreten. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, von Nicolas getrennt zu sein. Ich schlug sein Angebot aus. Entschuldige, dass ich dich frage, aber ich verstehe immer noch nicht, was bei der ganzen Sache so schmerzhaft für dich war. Bitte lass uns später darüber sprechen. Die Tränen treten mir schon in die Augen und ich fühle mich nicht stark genug, dir diesen Teil meines Lebens zu erzählen. Oh, selbstverständlich. Ich kann warten. Jo. So much drama. So much drama. Oh, jetzt ist Ende der... Jetzt Ende der Woche. Jetzt kommt unsere... Die Ergebnisse sind gut. Ihre Arbeit trägt Früchte. Machen Sie weiter so... Wer schreibt das eigentlich? Wer sitzt mich denn da, bitte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Harry. Noch einen Schritt weiter. Du brauchst eine Überweisung zum Kieferchirurgen. Kennst du diese Leute? Aber das sind meine Eltern. Wo ist das her? Hast du nicht gerade erst erfahren, wozu ich fähig bin, wenn ich etwas erreichen will? Was haben meine Eltern damit zu tun? Sagen wir, dass ihr kleines Geschäft nicht gerade eine gesunde Finanzdecke besitzt. Ich kenne Leute, die sie ohne weiteres in den Bankrott treiben könnten. Oder zu noch etwas Schlimmerem. Ich muss nur mit den Fingern schnipsen. Was? Sowas würdest du niemals wagen. Du weißt genau, dass ich dazu fähig bin. Also höre, was ich von dir erwarte. Verliere den Wettkampf und deiner Familie wird nichts zustoßen. Aber ich will noch mehr. Du musst ganz erbärmlich versagen und in allen Disziplinen die Letzte sein. Wie kannst du... Vergiss nicht. Du musst nur verlieren, Champion. Oh, an die Stelle kann ich mich noch genau erinnern. Ich werde doch nicht verlieren. Darf ich dir das dazu erzählen? Erzähl doch. Ich werde auf keinen Fall verlieren, so viel kann ich jetzt schon sagen. Das habe ich damals auch gedacht. Was? Dass ich nicht verlieren will. Aber? Ja, du musst verlieren. Ja, es geht doch gar nicht. Doch. Ich kann doch nicht verlieren, wenn ich nicht verlieren will. Ja. Was? Also, du kannst ja gerne, also, ich habe das damals so gemacht mit Steffi, wir wollten auch nicht verlieren und haben das so gut gemacht und so gute Punktzahl erreicht. Ja, und dann kam das, ja, du musst verlieren. Hä? Also, du gewinnst dann, aber dann musst es halt wiederholen. Spielst nicht weiter und musst wiederholen, weil er sagt, du musst verlieren. Ja. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Ich will aber nicht bei komischen Esteban-Spiel mitmachen. Ich weiß, ich auch nicht. Ich wollte dir das jetzt aber auch nicht spoilern, aber es bringt halt auch nichts, wenn wir es gut machen, weil wenn wir es dann eh nochmal wiederholen müssen. Ja, dann kann er eh spielen. Ja. Ja, geiler Scheiß. Also ich muss jetzt echt, wenn ich jetzt mein Bestes gebe sozusagen, passt, oder wie? Naja, dein Bestes solltest du dir nicht geben. Mein Bestes sollte ich mir nicht geben? Musst du nicht geben. Das sieht so bescheuert aus mit dem weißen Helm, wie so ein Motorrad-Astronaut. Ich bin ein Motorrad-Astronaut. Ich glaube, es ist gar keine Musik da. Da ist keine... Doch, Strong! Da ist keine Musik im Astronaut. Du musst immer das Falsche drücken. Ich muss nicht überhaupt immer das Falsche drücken. Doch, das wäre lustiger. Nee, wäre überhaupt nicht lustig. Ich muss mir schon ein bisschen hier mehr Mühe geben. Ein bisschen mehr Mühe. Was? Hör auf! Hör auf, da rumzudrücken! Hör mal auf! Strong! Ich glaube, du spinnst hier. Du hast die ganze Zeit Strong hier im Anschlag. Hör mal auf! Ich drück doch gar nichts! Hör mal auf! Ich drück nicht mal was. Voll hier am Strongen. Du hast doch die ganze Zeit den Finger auf Strong. Ja, aber ich drück nicht. Jetzt hab ich voll versaut wegen dir. Ja, sollst du ja auch. Ach so. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Los geht's. Machst du ganz gut. Nein, nein. Doch. Versammeltes Tattoo habe ich gelesen. Versammeltes Tattoo? Boah, jetzt ist sie auf einmal wieder losgegangen. Guck dich das einer an. Wo ist unsere Wertung? Da 2,0. Ja, 0 ist gut. 0 ist schon mal. Wie sie auf einmal so komisch reitet. Ist das normal? Oder ist das Outfit? Was? Gott, das Outfit ist so schrecklich. Kann ich mal bitte. Wieso krieg ich es nicht? Ich versuch's gerade wirklich, da was zu machen. Ja, du drückst. Boah, halt da 3 Punkte. Du drückst halt auch irgendwie nur rum. Nee, ich drück richtig gut. 0. Komm schon. Ich hätte auch schon. Was denn? Ja, schaffst du doch nicht. Was Song? Hast du gerade gedrückt? Ich hab nicht gedrückt. Boah, da hab ich 3 Punkte kassiert. Boah, 1,2 Wertung. Boah, 1,2. Das ist ja der Wahnsinn. Aber es ist echt so, dass man verlieren muss?
Ja, also das war bei mir, weil wir hatten auch so, nein, wir verlieren nicht. Und haben sind voll abgerockt und voll erst und dann mussten wir es halt wiederholen und dann ablosen. Wir waren voll enttäuscht, weil wir so gut waren. Das ist echt voll der Scheiß. Ich finde das gar nicht so. Weil man soll sowas nicht nachgeben, weißt du so? Das überbringt die falsche Botschaft. Was willst du machen gegen sowas, wenn der deine Eltern ruiniert? Die Polizei anrufen vielleicht. Was bei dir? Ja. Vielleicht mal den einsperren lassen, den Ficker. Guck mal, und die Kameras sind dabei und filmen uns. Und ich bin voll schlecht. Guck mal, das Pferd macht gar nichts. Und der Sattel sitzt nicht richtig drauf. Oh, das war's. Nee. Ach, es hat nicht mal eine Pirouette gemacht. Nee, es ist einfach nur stehen geblieben. Ja, weil wir dann so falsch sind. Oh Gott. Und Victoria oben nur so, nein! Was tut sie? Ja. Gott. Oh, das ist aber kein Mittelschritt. Das ist ein Mittelgalopp. Ich ab und zu schon. Oh, guck mal, hast du gesehen? Da waren schon drei dabei. Da ist mir jetzt erst aufgefallen. Hey, was machst du? Strong. Mach nicht immer meinen Strong kaputt hier. Immer macht sie Strong, wenn sie gar nicht Strong sollen. Hast du Strong zu viel? Du Strongst zu viel. Du Strongst einfach hier so in der. Irgendrum. Ja. Wie so. Wie die Jugendlichen immer vor der. Vor der Raiffeisenbank rumlungern. Was los? Ja, vor der Raiffeisenbank. Da lungern die bei mir im Ort, da lungern die Jungen, die Prä-Teenager und Teenager, die lungern immer bei der Raiffeisenbank rum und rauchen. Ist das nicht bei der Sparkasse? Nee, weil da die Straße direkt ist und bei der Raiffeisen ist so ein großer Hof davor. Das halt ist mal so, weißt du? Ja, so. Da wird man nicht so gesehen und ist im Schatten und da läuft keiner vorbei und so. Und da fahren auch keine Cops vorbei, weil dann kann man da ein bisschen abhängen und rauchen und so. Ist nämlich voll geil. Gott, dieser Helm sieht so schrecklich aus. Wie so ein Fahrradhelm. Ich hab die Pirouette echt gemacht. Ja, der Helm ist ganz schrecklich. Aber ein bisschen lustig. Ja, das ist schon lustig. Wie lang die Pirouette. Wie. Das geht, ne? Wie lang das geht, wenn man es verkackt. Muss. Und das Pferd hat auch nur noch einen Hass grad. Ja, das ist so ungefähr so. Das mach nicht noch gescheit. Oh, guck. Ja, mach nicht gescheit. Strong. Hör mal auf, jetzt mal einen Strong-Diensten. Ich will doch hier auch ein paar Punkte machen. Ich werde doch deswegen nicht Erster. Ja, jetzt nicht mehr. Nicht Erster. Oh. Nicht Erster. Wow. Oh. Ich werde schon komplett so die Tastatur nicht verschoben. Oh nein. Ich mach hier eine Scheiße, so soll's sein. Und endlich ist Ende. Und das war's für heute. Mitteltrab. Und dann stehen und grüßen. Lass den Kopf nicht hängen. Buh! Ist noch nicht fertig? Du bist so schlecht. Du hast den Parcours abgeschlossen. Wo sind wir denn? Aber wir sind gar nicht mal drauf. Yay! Oh, yeah. Gott, sind wir gut. Wer ist denn Michael? Michael. Wer ist denn Michael? Keine Ahnung. Xavier Ray. Xavier Ray. Xavier Ray. We are the defenders of the earth. Oh ja, ich will jumpen. Ja gut, ich spring. So. Nein, wir müssen das schon schaffen. Bitte, ja? Wir sollten schon hindurchkommen durch den Parcours. Gut. Gut. Trotz gerissen. Und was ist, wenn ich einfach hier irgendwo anders drüber jump? Ja, dann bist du verloren. Nein, so, nein, nein. Du nicht? Nein, du natürlich nicht. Aber oh, wäre lustig. Ups. Oh, was machst du? Das war nicht mit Absicht. Nein, wir müssen dürfen nicht disqualifiziert werden. Das fällt doch auf. Ja, das fällt doch auf. Das Pferd war unter Crystal. Das fällt doch auf. Das war auf Crystal? Ja. Oh Gott. Oh, Enttäuschung. So viel Hoffnung. Lächerlich. Der Italiener schaut mir ins Angesicht. Unbesiegbar. Esteban, wir hatten Glück, sogenannte Champion. Er hat meine Eltern bedroht. Victoria, was sollte ich tun? Jetzt ist alles verloren. Du hast richtig gehandelt. Man weiß wirklich nicht, wozu er fähig ist. Patrick hat es den Behörden gemeldet. Die halten ihn im Auge. Er wird dir nichts mehr tun, sonst landet er im Gefängnis. Man hat ihm sogar verboten, sich dir zu nähern. Aber er hat erreicht, was er wollte. Wir sind ausgeschieden.
Wir haben noch eine Hoffnung. Wenn wir eine besser platzierte Schule als die Eichenwald-Akademie schlagen, können wir doch noch am Finale teilnehmen und erhalten unsere Revanche gegenüber Esteban. Aber die Eichenwald-Akademie ist doch die beste. Nicht ganz. Es gibt eine Akademie, die selbst Esteban mit all seiner Finanzkraft nicht in die Knie zwingen konnte. Unsere Niederlage hat uns auch ganz schön in Geldnot gebracht, was? Ich habe gehört, dass die Gläubiger die Leitung der Accademia Fitzgeraldo an den Meistbietenden versteigern wollen. Das stimmt, aber eine alte Freundin hat uns ihre Hilfe angeboten. Wir werden bei einer anderen Reitschule unterkommen, und zwar bei der Lotusblütenakademie. Und wo befindet sich diese Akademie? In China. Morgen brechen wir auf. Mai Ling! China! China! Du siehst toll aus, Mai Ling. Herzlich willkommen an meiner Akademie. Sei gewarnt, es wird hart, gegen mich anzutreten. Ich mache keine Geschenke. Hör auf mit der Nummer, das zieht bei mir nicht. Es freut mich, dich zu sehen, Victoria. Das ist also die Lotusblütenakademie. Was du hier siehst, ist das Ergebnis eines langen Prozesses und entspricht unserer Wesensart und inneren Einstellung. Wir lernen, unsere Aggressivität zu kanalisieren und in positive Energie umzuwandeln. Kein Erfolg ohne innere Ruhe, keine Selbstkontrolle ohne Frieden. Die Bewohner dieser Akademie waren schwierige Schüler, unfähig, ihre Emotionen zu kontrollieren. Sie sind hier, um ihren Seelenfrieden zu finden. Oder weil die Landschaft die schönste ist, die ich je gesehen habe. Ginger, was machst du denn hier? Victoria, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ginger ist vor 2 Monaten hier angekommen. Wir haben die ganze Zeit Kontakt gehalten und nach einer schlechten Erfahrung hat sie mich um Aufnahme gebeten. Das ist der ideale Ort für meine Kleine. Und der Vater? Das ist nicht von Bedeutung, Victoria. Was zählt, ist die Zukunft. Sieh mal, ist sie nicht anbetungswürdig? Ja, Mai Ling, das ist sie. Ich fühle, dass es mir hier gefallen wird. Fehlt da nicht noch jemand von den alten Leuten? 3 lange Monate waren seit unserer peinlichen Niederlage vergangen. Die Presse hatte inzwischen das Interesse verloren und wir lebten hier wie Einsiedler. Nur Natur und Pferde. Ich fühlte mich wohl und mein Zorn verflog vorübergehend in dieser friedvollen Umgebung. Die Ausflüge über die Berghänge und der monotone Klang der rauschenden Bergbäche ließen mich den Frust der Wintertage vergessen. Allerdings hätte es mehr bedurft, um meine Rachegelüste vollständig zu ersticken. Ich trainierte auf hohem Niveau und nichts sollte sich meinem Ziel in den Weg stellen. Ja, krasser Scheiß, dann sind wir jetzt in China bei Mai Ling. Krass, oder? Das sehen wir dann beim nächsten Mal. China! Jo! China-Mann. Tschüss.